aber glaub mir eines Tages, schaff ich es dir wirklich raus. Jetzt bring ich Glück nach Hause, es wird Zeit, ich leb jetzt meinen Traum, ich geb nicht auf. Ich tu alles für euch bis zum Tod, denn ich hab es versprochen. Was ist jetzt mit Bunkerpaket? Sollen wir anfangen zu reagieren? Ey, Chat? Leute, wir reagieren jetzt auf Bunkerpaket, ja? Komm. Seid ihr am Start oder seid ihr am Start? Chat, habt ihr Bock auf Bunkerpaket? Ey, Walla, ich hab das Lied nicht gehört, ne, weil ihr gesagt habt, wir reagieren drauf. Walla, ich kenne nur deine Hook. Die war auch 100.000 Mal auf TikTok. Wie soll ich den nicht hören? Baba, Bruder, aber die Jungs haben auch abgerissen. Walla, ich bin sehr gespannt, Walla. Und das Video ist auch sehr witzig geworden. Wie machen wir das jetzt? Gehört einer davon Emre oder ist beides meins? Beides meins. Beides meins? Kann ich auch übersteuert tun oder was? Kann ich jetzt so richtig so abgehen hier, wenn ich beide meinte? Okay, ja. Kann passieren, ich vergesse mich gleich. So, wir reagieren jetzt auf Biggie x Azu x Vito x Barre x Bayor Bunker Paket. Ist das so ein Ding Favela 2.0? Kann man so sagen. Ja. Aber halt andere Richtung. Weibiger. Weibiger. Ich glaube, das ist eher weibiger, so, weißt du? Wer kam denn auf die Grundidee? Also, wer hat gesagt, ey, Bro, ich sammle jetzt diese Jungs ein, wir machen das? Bruder, wir haben, das war spontan, Bruder. Wir haben gesagt, lass einfach mal einen Song machen, Bruder. Wer kam auf die Idee, Bruder? Wir hatten ja immer, wir hatten schon immer diese Icon-Gruppe, weißt du? Mhm. Und da haben wir geschrieben und wir, genau die, also ich, Azu, Vito, Barre und Bayo haben uns halt immer am meisten so. Mal auch privat getroffen. Nochmal. So Düsseldorf, so. Der Vito kam von Berlin nach hier immer und so, weißt du? Ja, das stimmt. Und dann haben wir Session gemacht. Haben wir ein Studio, waren wir in Oberhausen. Einfach mal so, oder haben wir Session gemacht. Oberhausen, das war so süß aus. Oberhausen. Ja, heißt doch, wie heißt das denn, Bruder? Oberaugen oder wie? Oberhausen. Oberhausen. Oberhausen, Bruder. Oberhausen. Merkst du? Oberhausen. Oberhausen. Ja, Oberhausen. Ja, Oberhausen. Oberhausen. Ja, Bruder, Oberhausen. Oberhausen. Ja. Ja, wir waren in Oberhausen, ne? Stark, wir sind ja gerade in Duisburg. Und dann ist es einfach gekommen, Bruder, haben wir so gemacht. Habe ich Topline gemacht und das war dann die erste Topline und so. Sehr ehrlich, wie lange hast du für diese Topline gebraucht? Für die Walla, sofort. 2 Minuten, ne? Sofort. Hey, gemumbled, hey. Sofort. Dieser Producer, der hat einfach gemacht, ne? So, ich war so neben dem. Und dann kam die Topline sofort. Der ist so verrückt, den Hux, Bruder. Glaubst du mir das? Er ist der Hochkönig, Bruder. Und bei mir ist halt wichtig, Bruder, bevor ich anfange, bevor der sagt, ja, was hast du denn im Kopf und so. Ich habe gar nichts im Kopf, Bruder. Lass mich erstmal hinter Mikrofon. Ja, weil wenn ich hinter Mike bin, Bruder, und mich höre und Feeling ist da, Bruder, ne? Ich sag dem einfach, Bruder, play. Mhm. Und die Topline ist sofort da, also sofort. Ja. Aber ist das bei dir, das ist eine gute Frage, die ich jetzt habe. Ist das bei dir auch so launeabhängig? Bruder, ich sag dir. Sag mal, du hast jetzt richtig schlechte Laune und du bist abgefuckt einfach. Du hast Streit mit deinem Bruder oder mit Freunden, irgendwas ist schlecht gelaufen. Aber du musst jetzt auf Play drücken. Kannst du dann genauso eine gute Hook kreieren wie hier? Ja, schwer, Bruder. Aber im Endeffekt muss ich ja irgendwie, weißt du, was ich meine? Aber die wird nicht so qualitativ wie hier, ne? Ja, wenn ich richtig Bock hab, Bruder, sing jetzt bei mir, ist voll komisch, Bruder. Immer vor den Sessions, Bruder, wenn ich Richtung Session fahre, ich bin so. Walla, mein Bruder weckt mich schon mal auf. Bruder, was machst du denn? Weißt du, der schläft. Ich bin so müde, ich gehe 1000 Mal. Wir fahren vielleicht 20 Kilometer, in diesen 20 Kilometer gehe ich 100 Mal. Und wenn ich ankomme, ich bin immer noch down, down, down. Erst wirklich, wenn ich hinter Mike stehe, Bruder, bin ich irgendwie so da so. Das krass. Stimmt sogar. Also, beim Musikvideo war das auch. Wir haben einen Location-Wechsel von 5 Minuten. Er hat diese 5 Minuten genutzt, um zu schlafen. Ja, Walla, frag den. Ich war so. Er hat jede Pause genutzt, um zu schlafen. Boah, weißt du noch? Bruder. Die machen, die kämpfen da hinten, Bruder, mit Feuer so. Die machen Feuer so, ich in Kälte, ich war eh schon komplett nass, ich war so. Bruder, ich so, ne? Weißt du? Ich so. Und der schläft. Ich so, Biggie! Keiner war im Auto. Ich schrei, weil keiner war im Auto, der war alleine. Und der war, das war schon ein bisschen weiter. Und ich konnte da nicht hinlaufen, weil da waren 14. Der so, Biggie! Ich schrei so laut, wie ich kann. Und dann wurde der wach. Der so, beeil dich! Ich so, baff. Ich bin fast hingefallen, Bruder, ich war so noch im Schlaf, Bruder, ne? Digga. Hingesetzt, sofort per Power und so. Schon krass. Okay, let's go, ich bin gespannt. Wartet. Jeder hört, ne? Ja. Okay. Endlich. Chat, ihr hört auch? Okay, super. Hey, hey, Kenner, was mach mal kurz. Paket. Wo war das? Kollege von Majo, glaube ich. Okay. Der hat das geklärt gehabt mit Vito und so, ne? Hm? Weil Vito ist ja gesigned bei Majo. Hm? Und Majo hat einen Kollegen gehabt, das seine Werkstatt in Oberhausen, glaube ich, oder in Duisburg, eins von beiden. Wie vorsichtig der Stern das ist. Aber irgendwie so, ja. Die waren aber richtig korrekt. Und das war richtig witzig, Bruder. Wir haben bestimmt so 20 Takes gebraucht. Bruder, aber dieses Intro ist auch richtig cool gemacht. Ja, ja, ne? Ja, ist geil gemacht. Finde ich richtig geil. Gedanke auch die ganzen Tracksuits mit diesem Anzug und so. Sehr es macht gut. Auch Bock zu gucken, so. Ja.
Guck jetzt. Unka-Paket in der Garage. Die Lache von Bari. Wallah, ja. Guck mal, Baris Lache, Bruder. Der ist so. Der erste Mensch, der ohne Ton lacht, Walla. Auf laut. Der lacht wirklich ohne Ton, ne? Ja, auch wenn er sich kaputt lacht. So. Der macht nur einmal so, so. Und wenn er merkt, dass es richtig witzig macht, er so. Und das war's dann auch. Ja. Das war's auch. Walla, ja. Und für mein Bruder schütte ganz normal. Und Paket in der Garage. Orale, ganz normal. Der Druck ist unfair, Bruder. Ja, ich. Und Paket in der Garage. Viele Brackers weg, ganz normal in der Mahalle. Mein Bruder, nimm dir alles weg. Und Paket und am Paket. Baba Qualität aus Marrakesch. Bala Klava. Bruder, die und Töne, auch, die der auch trifft, Bruder. Ja, Bruder, deswegen auch an dieser Stelle, Bruder. Egal, wer da draußen sagt, irgendwie, keine Ahnung, Azu cheat oder irgendwas, hat gecheatet, weiß was nicht. Ach so, ja, dass er weiter, ich dachte wegen seiner Stimme. Also. Walla Billa, der Junge, der hat einfach Talent, Bruder, muss sagen, ja. Bruder, Azu ist ein Mann, ja. Der hat das Aussehen, der ist, hier hat er auch bewiesen, Bruder, der weißt, kann. Weißt du, was das Problem bei Azu ist, Bruder? Weißt du, was das Problem ist? Weil Azu ja so aussieht, weil der so eine Stimme hat, haben die Leute immer, erwarten die viel mehr als das, was er bringt. Die Songs, die der gebracht hat, Bandolero oder Jalousien zum Beispiel, der Song ist gut, aber die Leute denken so, boah, der ist zwar geil, aber ich erwarte noch mehr von Azu. Ja, und das ist das Problem bei dem. Bei dem werden die immer zu viel erwarten, weil er zu früh zu gut war bei Favela und so. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was meinen Zuschauern aufgefallen ist? Bei dieser Icon direkt, hört sich jetzt krass an, aber man hat bei zwei Leuten gemerkt, die werden sehr weit kommen. Mhm. Alleine wegen dieser Attitude und wegen Stimme und wie die einfach wirken. Und das war einmal Azu und Shabab erste Folge direkt, Bruder. Mhm. Ja. Bruder, bei Shabab, ich weiß nicht, vor Icon wusstest du schon, der wird etwas reißen. Mhm. Ja. Und Bruder, es hört sich jetzt hart an, Shabab hat gefickt, Bruder. Guck mal, ich kann jetzt offen reden, das Turnier ist Ende, ne? Ja. Aber weißt du noch, was ich dir gesagt habe bei der Bewerbung? Das hast du mir auch gesagt. Wir beide haben uns angeguckt, wir haben direkt gesagt, der wird der mäßig der neue Bobby von Icon, so von dieser Shabab Staffel, jetzt, ne? Shabab, genau. Und der wird bis zur Villa kommen, 100%. Ja, wenn der aber nur gut abliefert, so. Und der hat ja konstant abgeliefert, so. Ja. Die Folgen sind ja online. Ja, keine Patzer, so. Bruder, er sieht aus wie ein Star, Bruder. Ja, ja. Hast du ihn mal live gesehen? Nein, Bruder, das nicht. Mhm. Krasse Aura, Bruder, der aber hier, Bruder, er fällt einfach schon auf, weil er so aussieht, Bruder. Mhm. Der Typ kleidet sich fresh. Er hat auch eine Stimme, die fällt schon auf. Mhm. Ja. So, ich habe sehr viel mitbekommen, was leider sehr traurig war bei der letzten Folge von Icon, bei Generation zum Beispiel, wo er sehr schlecht geredet wurde. Bruder, man hat seinen Hack genommen. Da zum Beispiel. Ja. Aber hier beweist er wieder, er kann. Bruder, er kann. Ja. Bruder, ich schwöre, ich habe einen Track mit denen, eine Skizze. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast, ich glaube, ihr kennt die. Ich will den releasen mit denen, aber der sagt irgendwie nein, irgendwie so, wir gucken gerade, ne? Sein stärkster Part jemals habe ich auf meinem Handy. Achso, ich weiß welcher. Anik! Walla, das ist der Vito. Ja. Das ist Vito, Walla. Ja, wollte ich auch sagen. Den Vito. Das ist der Vito, Bruder. Das ist Vito, Bruder. Das ist Vito, Bruder. Das ist der Vito, Bruder. Walla, stark. Und das ist auch Walla genau stark. Das, was bei Vito bei Icon gefehlt hat. Er hätte mehr, vielleicht ein bisschen mehr davon. Deswegen, er hat auch gesagt, Bro, das, jetzt nach dem Turnier hat er mir gesagt, der so, Bro, ich hätte mich nicht so viel ausprobieren dürfen. Ja, da hat er mir auch gesagt. Falscher hat Zeitpunkt er, gewesen, Hat er mir so offen gesagt. Er hat es eingesehen, aber dass er das jetzt so weiterführt. So ist krass, Bruder. Mach, Bruder, die Zeit ist nicht abgelaufen. Walla, nach dieser Floorwechsel war vorbei. Krass, Bruder. Walla, der hat drauf. Der Junge. Digga auf Brust, kein Kenzo. Auf Lunge liegt Eis wie Mentos. Surf vor Dolly, lässt mich Cardio messen. Ich hab Fingern spiele, so wie Marionetten. Kopf ist schaffer, kein Valium. Rettet und mit Kopf zum Brackers durchs Bad. Auf die Reimkette, Bruder, verrückt. Bruder, dieser, der Vito hat so einen Bass in der Stimme. Unnormal, ne? Unnormal geil. Aber wenn er redet, ist er so voll sanft und süß und so. Ja. Weißt du, und dann, wenn er anfängt zu rappen, oder ist, yo! Ja, ich, das ist yo! Yo! Das ist nice. Und für mein Bruder, schütte ganz normal.
Paket in der Garage. Bruder! Krankeste Hook, Bruder. Das ist die schnellste Hook, geil, die, ich Baller, mein, geil, die schnellste Bridge, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Bruder, und für mich mit einer der besten Hooks, die du jemals kreiert hast. Auf jeden jemals. Fall. Ja, auf jeden Fall. So, Toto, Favela und Shenkomi. Ja, Shenkomi ist der, ja Bruder. Shenkomi ist Legende mittlerweile. Ja, 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 aber Bruder, die Hook, Bruder. Bruder, die ist geisteskrank, Bruder. Kein Mensch da draußen kann sagen, die, weil es gibt manche Lieder, da kannst du sagen, die Hook gefällt mir nicht. Aber ja, wer hier sagt, die Hook gefällt mir nicht, der lügt. Nie. Der lügt. Ja. Walla, der lügt. Er ist ein Hund. Walla ist ein Hund. Walla, wenn er da kommt und sagt, ey, ist nee, so, nee, das ist nicht so mein, halt deine Fresse. Distanzierung. Aber du bist ein Hund ohne Distanzierung. Sag ich dir ehrlich, Bruder, Walla, wer die Hook schlecht redet, er soll über gar keine Musik hören, Bruder. Ja, danke. Walla, geistig. Aber der Beat macht halt auch sehr viel aus, Bruder. Ja, der Beat ist ein Kopf, aber ich muss der sagen, gute Laune. Der Song, der basiert wieder größtenteils auf dich, sag ich mal. Klar, die Parts sind hier Main Character, Bruder. Gut, ja, ja. Ne? Ja, ist so, aber du machst wieder, ne, den Song. Ja. Ja, du machst den Unterschied hier. Ja. Halt. So. Stopp, jetzt kommt Barré. Da muss ich auch was Nein, sagen. Nein, nicht Barré. 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 Der nach, also nach Lauf. Ja. Lauf ist von uns beiden der stärkste Song. Ja. So, ich nach Lauf nicht. Ist das dein stärkster Part jemals. Okay. Echt? Meiner Meinung nach. Gehst du so weit und sagst, jemals bester Part? Bis jetzt auf jeden Fall. Besser als Ja. Wow. Weißt du, was er hier macht, Bruder? Das ist Kunst, was er hier macht. Guck mal, was er macht. Wenn der Mond ist, zeigt er dich, mache mein Mal. Guck jetzt. Leider auch eingeleitet, Bruder. Am Ende des Tages kommt er wieder raus. Er macht die Millen am Prepaid Handy und knackt Türen von Bina auf. Wie kannst du ihn da ich stemme? Sag mal, wie ist Dicky Satan? Du kaufst es für einen toten Preis und den kannst du nicht mal bezahlen. Ewa! Oh, mein Bruder, Mann, mein Bruder, Bayo ist auf jeden Fall. Bayo. Auch der Switch aufs Türkische, sehr smooth, ja. Bruder. Bruder, ich war bei dieser Barré auf Bayo gerade überrascht. Ja, Bruder, die haben richtig aber smooth rein, ja. Bruder. Richtig krass. Aber ja. Barré, so vom Gefühl her kurz, ne? Ja, das vom Gefühl her, ne? Her. Aber ja, jeder so. Hatte gleich. Jeder hatte die gleiche. Und ich glaube, war vielleicht, weil es ein bisschen langsamer war. Vielleicht. Das ja, so. War auch bei Azur der Fall. Azur hatte dieselbe Bassanzahl. Ja, das checken aber die Leute nicht. Bayo hatte da sogar am wenigsten auf Generation, ne? Bayo hatte am wenigsten. Bayo hatte die wenigsten Bars. Echt? Bayo hatte ja. Nur einen Vierer, ne? Bayo hatte einen Vierer und Azur der Rest hatte einen Achter. Und das wissen die Leute nicht. Krass. Ja, aber Azur hat Vierer Part gehabt und dann Vierer nochmal in Hook oder nicht? Ja. Der Unterschied ist, der hat halt immer dieses eingesetzt und das haben die, also das hat überbrückt. Das, deswegen denken die Leute, der hat weniger. Hm. Weißt du? Aber er hatte eigentlich genauso viel wie Biggie und jeder andere auch. Hier war auch genau auch gleich. Anders, ja. Ja. Hier war auch es kommt einfach immer nur drauf an, wie singst du oder wie rappst du diese wie vier Bars, du das weißt du? Ja, ja, ja. Wenn du was lang ziehst, Bruder, ist auch kürzer. Aber wenn du einen raushaust wie balababa, 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 Bruder, dann kommt es länger, ja. Leute denken, du hast ganz Song gemacht. Ja. Ich schwöre. Aufgewachsen im Ey Leute, ich muss mich mal selber loben. Holland! Sag dir ehrlich, Bruder, Ayla hat schon hier was verloren, Bruder. Mein Bruder. Ja, das stimmt. Ayla, du hast kennst was du verloren. Weißt du? Ha? Kennst du Ayla? Nein. Da kennst du die Ayla Geschichte nicht, Bruder. Wollen wir auch gar nicht wieder eingehen. Ich möchte auch gar nicht. Die Alp gemacht? Auf Biggie? Ist sie hier drin? Kann sein vielleicht, Bruder. Soll ich mich distanzieren oder soll ich... Alp gemacht, Bruder, die hat nie so Alp gemacht. Weißt du, was sie gemacht hat? Die hat mit Biggie Blind Date gemacht und wollte einfach Asus Nummer dann. Ja. Von Biggie. Die meinte lass so. Mich den jetzt. Na warte, ich hab dir halt nur eine zweite Chance gegeben. Die so, boah, es tut mir leid und so, ne? Und er sagt sogar. Und so, die ja, kam kein zurück. Problem, die so, kannst du aber trotzdem Asu zeigen. Und dann hat er warum uns? Wenn ein Bruder von mir ist, Bruder. Wenn er bezieht, mich auch, Bruder. Walla. Ayla, bist du hier drin? Bist du hier drin? Ayla hat sich für Asu entschieden, ja, aber Asu nicht für sie. Oh! Oh. Ja, hab ich aber auch gesagt. Habt ihr Asus Smash Base Chat gemacht? Habt ihr? Aber hier ist Bewerbungsfoto für Schwiegermama und so. Ihr wisst doch, Walla, das Foto ist fresh. Ja. Ich würde sogar dieses Foto als WhatsApp-Profil mitnehmen. Ja, kennst du das? Ich nehm das du einfach. Du nimmst ein gutes Bild, ne? Du hast ein richtig geiles Bild. Überall. Überall. Auf Bewerbung. Snap. Überall. Überall. Einfach bei Colin abgeben als neue Dings da. Bei ich glaub, nimm das als Cover für Bunkerpaket. Scheiß mal auf die Sammlung. Ja, egal. Und Vito hab's nach hinten so. Lass deinen Kopf auch auf Vito einfach schneiden. Komplett mitnehmen alles. Gefangen im Loch, meine Lage bleibt endlos. Wie Demons in mein Kopf. Denn wir machen's für Pesos. Ja, und jagen die Cops. Und für mein Bruder shoot ganz normal. Bunkerpaket in der Garage. Geist ist krank, Alter. Bunkerpaket.
machen. Geiles Ende. Geil. Guck jetzt. Weißt du, was ich das. Diese Felge, warum Felge, Bruder, ne? Weil wir haben 10 Takes wegen dieser Felge. Also, wir waren an dieser Felge, ne? Und wir hatten langsam die Schnauze voll. Warum denn? Felge, habt ihr da was gebunkert oder soll das nein, auch so? Nein, der Kameramann sagt so: Boah, Jungs, stellt euch so hin. Ah, Jungs, man sieht die Felge nicht, ne? Und das 10-mal. So, hier gesagt, hast du deine Felge. Hier hast du deine Felge. Hier, und dann ist das so, ich am. Guck mal, was ich am Schluss mache. Guck mal. Bist du hier? Outsaller, Mega, oder? Hier hast du deine Felge. Outsaller. Er will diese Felge verkaufen einfach. Aber wer hat Video gedreht? Nikes. Ah, Nikes, okay. Gut, schöne Grüße Nikes an der Stelle. Hat er auch gut gemacht. Ja, sehr, Nikes ist auch sehr, sehr stark auf jeden sehr Fall. Sehr so also, sauber und so, weißt du nicht, ja, so viel ja, Effekt. Ich auch. Das ist schön. Sehr cleanes Video. Ja, sehr clean. Sehr clean. Es passt auch. Auch die Auflagen, also so die Locations, die sind gut, Bruder. Du hast eine Garage quasi. Mhm. Dann hast du ein, also diese Untergrund, da wo Azus Part war, Vitos Part war. Dann hast du das hier und da draußen vor dem Hof. Du weißt schon, diesen Jungen haben wir einfach auf der Straße gesehen, ne? Einfach so angesprochen? Ich schwöre auf alles, weil wir haben ja schon geplant. Die Besten davon. Sind immer spontan. Die Tage davor haben wir ja geplant, sehen. Bruder, dass wir einen Jungen brauchen, der Paket bunkert. Ja. In die Richtung Werkstatt. Wir sehen einen, der sagt, ey, Biggie und so, ne? Der hat uns erkannt, so, war voll Alkin-Fan. Auf einmal, der Barre so, im Auto, der so, steig mal ein. Ich schwöre auf alles. Walla, so? Walla, Bruder. Der ist einfach eingestiegen. Walla, bitte so. Okay, der steigt ein, Bruder, vorne. Hinten ist Bayo mit Vito. Und die lachen sich tot, die drei Jungs. Ne? Die haben sich tot gelacht. Wie geht's, Kleiner? Ist klar und so. Der so, ja, wohin geht's? Der so, du musst was für uns machen. Ey, Bruder, das hätte dem, ey, ohne dieses Video, keiner hätte dem das geglaubt. Keiner hätte das geglaubt. Was hast du gemacht gestern? Bruder, ich lauf durch Straße und mal Biggie sagt, steig ein. Keiner hätte das geglaubt. Bruder, aber ist, Bruder, wie random nicht dieses. Bro, willst du bei einem. Kannst du mir Gefallen tun? Willst du nein, mit steig ein. Yo, Kleiner. Ich steig ein jetzt. Bruder, wir waren so 15 Minuten. Und das, ich stell mir noch vor, wie Barre das richtig gesagt hat, mit Sonnenbrille ja, safe, ja. Ne? Ja, ja. Steig ein. Also, der ist da so. Unten, ich seh so, was ist das? Ich guck so runter. So, was habt ihr gemacht? Der so. ist gut und so. Wir fahren zur Werkstatt, Bruder. Der so, ja, was mach ich jetzt hier? Der so, du musst dies und dies machen, Bruder. Ja. Da haben wir den einen Fuffi gedrückt, Bruder, für ein paar Mal. Bruder, bester Tag seines Lebens. Ja, Walla, ja. Walla. Ja. Walla, glücklich haltet ihr den nicht machen. Für Fuffi, ich hätte andere Sachen in diesem Video gemacht. Bruder, ja. Der ist jetzt da auf seinem Schulhof wahrscheinlich. Ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Keiner hätte in diesen Tag geglaubt. Er läuft da richtig smooth, Bruder. Er konnte die Bewegung aber auch erstaunlich gut, Bruder. Bruder, weißt du, wie oft wir aber schon auch gebraucht haben? Weil der Vito, der musste ja so machen. Ey, Kleiner, was machst du da mit diesen Besen, ne? Ja. Bruder, ein Take, Bruder, stopp, der trifft den sogar hier. Der so, Kleiner, was machst du da? Der Junge ist noch gegangen. Bruder, die ganze Zeit. Deswegen ist ja auch so schief gelaufen beim zweiten Mal. Der ist getrommelt. Mal, Bruder. Der hat blaue Augen gehabt. Diese Besen fällt hin, Bruder. Der sagt, ich bunker Paket. Der schmeißt diese Besen hin und so. Die haben diesen Jungen einmal quer durchgeschissen. Walla, dem geht's gar nicht gut. Natürlich, wo wie Schmerzen es geht. Und wir sagen ihm die ganze Zeit, ey, Walla, bitte, sorry, Bruder. Aber sag noch das einmal. Bitte keinem, Bruder. Du musst noch einmal machen, sorry, sorry. Der ist die ganze Zeit. Oh mein Gott, der Arme. Jetzt hat der mal auch mitgesehen, wie schwierig ein Video ist, ne? Wie viele Takes man braucht, ne? Ja, Bruder, und dann bei Bayo, Bruder. Bayo soll ja kontrollieren, mal kontrollieren. Schraubenzieher fällt rein in diesen Motor. Dann wir rufen den, ich so, ey, Bruder, Mitarbeiter, komm. Der kommt so gechillt. Der so, ey Bruder, da ist was reingefallen. Hebebühne hoch, oh, runter. Oh, oh, Bruder, das war echt krass, ja. Der Kleine war aus Versehen auf Hebebühne drauf. Der hängt da oben so. Der hängt immer noch dort in der Garage. Ey, aber Bruder, ich muss dir sagen, Bruder, der Song ist zu krass, Bruder. Ja, Walla. Der ist Dankeschön. Zu krass, Bruder. Ist auch wirklich, wie, ihr wolltet Favela 2 machen, ist gelungen. Ja. Meiner Meinung nach, die Parts von jedem. Also es gibt keinen Part, wo ich sage, ist schlecht. So, jeder glänzt auf seine, ja, Art, Bruder, und Weise. Auf super. Jeden Fall. Ist gelungen, Bruder. Alle waren sehr stark auf den Trend. Die Zeit sprechen für sich. Ich werde jetzt eine Sache sagen. Ihr werdet mich nicht unterstützen, glaube ich. Aber Walla, er gefällt mir besser als Favela. Walla, das Lied gefällt mir besser. Echt? Walla, das gefällt mir besser. Ja, mittlerweile mir auch, Bruder, eigentlich. Walla, das aber das sagst du, glaube ich, nur, weil du dich von Favela satt gehört hast. Nein, Bruder. Ja, das Walla. Ist halt frisch ich, jetzt. Nein, soll ich mal was das sagen? Ist frischer bei Liedern, ich achte darauf, dass ich mich nicht satt höre, Bruder. Wichtig. Auch wenn ich richtig Bock habe, dieses Lied zu hören. Weißt du, soll ich mal was sagen, Bruder, so ich gebe dir einen Tipp. So mit Kalender in Tramon ist wieder hören. Nee, wenn, guck mal, ich höre Musik, jetzt hört sich jetzt dumm an, ich höre sehr oft Musik, wenn ich auf Toilette gehe. Also bei Pferdschmarrn. Ich bin in meinem Zimmer. AirPods rein, ich denke so, okay, jetzt Toilettenzeit, 15 Minuten aus die Time, keiner stört mich, auf Toilette, bam, ich höre, ich denke so, okay, Babalit, weiter. Favela war so, ohne jetzt Dings, das war also Toilettengang. Nein, auf Toilette auch, bisschen chillen. Chillst du nicht am Handy? Ja, okay, was auch schon wieder macht, ist nicht normal. Na ja, also beim Kacken, ja. Ich höre Lieder, Bruder, ich liebe es, auf Toilette Musik zu hören. Bruder, was, wenn deine Mutter rein muss? Ja, Bruder, ich soll auf andere Toilette gehen, Bruder, wenn ich noch.
Auch wenn ich keine Musik... Lola, wie radikal! Ja, Bruder, auch wenn ich keine Musik hören würde, müsste ich doch gerade auf Toilette sein, Bruder. Nee, aber jetzt ernst gemeint, Favela war ein sehr geiler Song. Ja. Favela war der, ich glaube, erste eigene Song, der mich richtig geflasht hat. Okay. Aber ich finde den besser. Krass. Alter, ich finde den besser. Kannst du ja auch zurecht Von meinem Geschmack her. Oder ich finde den auch, Bruder, ja. Auch jetzt hier an der Stelle wieder ein Modus Mio, bevor ich gegen euch schieße und so. Reicht aber reicht jetzt doch auch, Walla, reicht jetzt aber auch. Da sind Lieder drin seit 20 Jahren. Reicht doch mal langsam. Modus Mio. Wie viel noch, Alter? Die machen 10 Millionen, Alter. Das ist Modus 10 Millionen mittlerweile. Trotzdem nicht drin. Oder, aber man muss sagen, ohne eine Playlist waren die Jungs 5 bis 10 Millionen. Ja. Walla, da soll Modus Mio bei uns rein. Also in Dings nicht so rein, sondern... Die bei denen rein, aber die bei uns auch. So klar. Auch, die sollen auch. Die sollen uns fragen. Ey, Jungs, wie sieht's aus? Diese ja. Dürfen wir euch? Nein! Nein! Auflegen ohne Distanzierung, Twitch. Ja, Bruder. Der Song gefällt mir auf jeden Fall auch. Deswegen, Donnerstag kommt der auf Spotify. Alle Pre-Safen, Link ist in der Beschreibung. Wichtig. Ne? Ihr unterschätzt das nicht. Ihr entscheidet auch immer, wie gut ein Song ankommt. Ja. Unterschätzt das Pre-Safen nicht. Zeigt, wie sehr ihr Bock habt. Macht daraus TikToks. Ich mache ja auch die ganze Zeit, weil ich feiere ja den Part sehr, Bruder. Geisteskranker Song. Oder Jukes Geisteskranker. Und ich sag Dankeschön, Bruder. Und ich sag dir, wo du mit einem Song dich wirklich nicht satt hören kannst. Lauf. Ja. Ich liebe Lauf. Das stimmt. Ja. Ich schwöre auf alles. Lauf, weißt du, was ich gemerkt habe? 3-4 Mal hintereinander. Ich kann wirklich Lauf die ganze Zeit Lauf, hören. Ja, aber welcher Song auch? Fluch. Boah, Fluch ist auch... Fluch cool. Kann ich am Tag 10 Mal hören. Walla, ja. Stimmt, Bruder, stimmt. Ja. Das ist so ein... Das ist schon Zeitlos. Krass. Weil ich kann jetzt Shane Conmi Walla Bila nicht hören. Ja, mit ja, der Weile, so, Bruder. Ja. Walla, ich kann nicht hören. Weißt du, wie viel Shane Conmi gemacht hat im Laufe des Turnieres? 3 Millionen Streams mehr. Einfach mal jetzt so. Jetzt bei Icon. Icon 5. Ja, das ist dank deiner Hörer, die da drauf gehen. Ja, ja, okay, ja, schon. Das ist krass, trotzdem 3 Millionen, Bruder. Das Geist einfach 3 viel mehr. Wir sind jetzt gerade bei 15 Mios oder so. Ey, der macht aber auch gerade kranke Zahlen, ne? Ja, ey, mal, hör doch mal seine Lieder, Junge, natürlich, Junge. Mal auf, zu was hast du denn gemacht jetzt? Aber ich will dir muss nein, ich hab den zu kleinen Jungen gemacht, Junge, bei diesem Video. Oh, nein. Ich hör den auf Hochzeit. Walla? Ich schlag den auf Hochzeit ein, er soll heiraten. Boah, ich schwöre sogar. Bruder, willst du auf meiner Hochzeit singen? Jetzt hast du den zu Hochzeitssänger gemacht. Ja, nein, aber der ist ja was, Bruder, bis dahin ist er doch ein... So Bruder, wenn du auf meiner Hochzeit singst, keiner will mehr heiraten, Bruder, weil er so geil singt, Bruder. Oh. Jeder kümmert sich nur noch dahin, Bruder. Ich sitze dort mit Frau, keiner guckt auf uns. Sogar Frau ist da. Die geben Tacke ihm, Junge. Wie ihr Leute, so, die geben ihm das Geld. Das ist mir aber mal passiert. Was? Du machst gerade vielleicht Witze, Bruder, aber das passiert. Wie? Was? Eine Cousin hat geheiratet, ne? Ja. Yeah. Bisschen weiter, Bruder, ist nicht so richtig enge Cousin. Und wir sind da hingegangen zur Hochzeit, Bruder, ne? Bruder, ich komme in diese Hochzeit rein, ne? Bruder, Hochzeit weißt du, was gehört. Da passiert ist? Bruder, der Sänger, der singt, der guckt sich um, der so, was passiert hier? Alle gehen. Bruder, ganze Hochzeit, er ist auch zu mir gekommen, Bruder, der singt da alleine die Wand an. Ich schwöre auf alles, Bruder, und das ja, lief schon hätte so... Der Mikrofon das gegeben. Lief schon so eine halbe Stunde, weil es waren ja sehr viele Leute da. Und sehr viele Leute wollten Fotos. Und mein Vater war einfach auch verschwunden, ist so, Alter, wo ist mein Dad? Was passiert dir jetzt? So, zum Glück hatte ich meinen großen Bruder, der so alles im Griff hatte, so dieses, chillt mal jetzt hier. Das war echt krass, Bruder, Wallah, wie Kakerlaken, die sind einfach so... Aber Bruder, das so. Spricht ja auch für dich, Bruder. Ja, aber der arme Sänger, Bruder, ich schwöre auf alles, weißt du, wie er mich angeguckt hat danach? Der hat sich gedacht, wer ist das und so, wie ist das, weißt du, was ich meine? Bruder, wie gesagt, du bist eine Icon-Legende, du gehörst ja auch mit zu dem ganzen Erfolg von Icon. Ja, das darfst stimmt. du nicht vergessen, Bruder. Weil ich habe Icon durch ihn entdeckt. Ja, so viele andere auch. Ihn, ja, safe. Ja, Icon 3. Icon 3. Und viele haben damals auf Icon 3 Icon 3 durch den Schenko entdeckt, ja. Mhm. Schenko hat auseinandergenommen. Und auf, hier auf der Street und natürlich lass mich hier raus. So. Richtig, Bruder. So darf man auch nicht vergessen. Und du hast nicht vergessen damals, Bruder, was haben wir da gemacht, Bruder? Wir haben eine Runde, ein Song. Zweite Runde, zweiter Song. Was haben wir hier gemacht, Bruder? Alben. Ja, Icon 4 war auch jetzt nicht so fortgeschritten. Icon 5 war das erste, wo du sagst, wow. Ja, ja. Ja, das stimmt. Digga, jeder hat ja auch nicht so viele Songs Projekte, ne? gemacht. Bitte? Icon 4 war auch nicht so viele Projekte jetzt, ne? Nein, Icon 4 waren maximal 20 Songs, 25 Songs. Ich glaube, so ein Bobby hatte, oder sagen wir, San Andreas bis Ende ist er gekommen, maximal 10. So. Allein krass. Der hat doch jetzt schon 15, 20 Songs bei Icon. Wir haben bei Icon 5 insgesamt von Anfang bis Ende mit dieser Icon Music Geschichte, ich glaube 150. Jetzt kommen noch Booth, drei. Ne? Ohne Booth. Ohne Booth, 150 Songs. Mit Booth 250. Jetzt kommen noch drei. Jetzt kommen noch vier. Also insgesamt gehen wir bei Icon 5 mit 30. Jetzt gerade in der Pipeline haben wir noch um die 20 bis 25 Songs. Weil sag aus Marbella, aus Barcelona, vergiss die Songs nicht. Jetzt kommt Bilder in meinen Kopf, ne? Ja. Dann kommt Dunja, ne? Stimmt, Dunja. Dunja kommt, wollten wir ja neu drehen, Burak. Dunja. Ja. Dann kommt LL
mit Shabab, ja. Skandal. Ja. Chill mal jetzt ein bisschen. Sagen, chill, Bruder. Nein, alles, aber es ist ein Mieter. Ich hab vergessen, was wir gerade live sind, Bruder. Chill mal, Bruder. Oh, fuck, no, wir distanzieren uns. Bruder, ich hab einfach nur noch zugehört. Aber es ist ein krasser Song, Bruder. Es ist eine Cypher, wieder eine Cypher. Ja, 5er Cypher, aber chill mal. Ein geiler Song. Video wird auch geil, weil wir haben so, weißt du, wieder. Ich weiß. Alles gut, Bruder. Warte. Erzähl weiter. Ich lieg jetzt einfach mit einem Scheiß. Ja, sieht aus. Reicht langsam, eigentlich vorbei. Hast du das unterdrückt die ganze Zeit? Ja, recht, ich klär das, erzähl, Bruder. So, die drei und dann kommt noch, haben wir auch schon angekündigt, ich, Skandal und Kennern wollen einen machen. Er sagt, okay. Er sagt, ruhig, der erzählt gerade. Und gestern habe ich mit Kennern geredet, ich mache noch ein Duo mit Kennern. Stark. Das klären wir dann auch noch. Machen wir auch über eigene. Das heißt, es kommen noch 5 Songs, Bruder. Nur von dir. Ja, wo nur von dir. Wo ich und stell dir mal vor, wir haben noch mehr Songs von den anderen. Ja, du weißt, was noch alles richtig, kommt. Richtig, voilà. Da kommen noch einige Songs. Ja, safe. Also dieses Jahr haben wir echt nicht geschlafen. Ja gut, ey, wenn euch das Video gefallen hat, Freunde. Like ein Abo und ein Demon da. Ein was? Like ein Abo. Lasst ein Abo und ein Kommentar da und vergiss die Glocke nicht zu aktivieren. Und was sollen die noch nicht vergessen? Noch ein Kommentar, noch ein, noch ein, noch ein, was noch ein, was sollen die noch machen? Pre-safen! Ah, ja, Junge, das tut nicht so. Pre-safe das den Bunker-Paket, weil Donnerstag um 23.59 kommt er auf Spotify und alle anderen Plattformen. Ey, wer diese erste Link nicht drückt, ne, ich schwör auf alles, Walla, beim Duschen, einfach kalte Wasser soll kommen. Kalte Wasser. Ja, oder du bist ja auch kein Nutella mit Sujuk. Ey, Chat, oder an die Reaction gerade gucken. Walla, das sieht war ein Brett. Ja. Wer das nicht einsieht, er soll sich f***en. Zensiert das. Er soll sich in sein Knie f***en. Distanzierung. Jeder hat auf diesem Lied abgerissen. Mein Bruder Biggie hat abgerissen. Ja. Jeder einzelne. Ja. Pre-save, Kommentar, Like, Glocke aktiv. Weil ganz normal, einfach alles. Wer nicht macht, ist ein Hund. Walla, die haben doch alles auseinandergenommen. 192.000 nach einem Tag. Und dann sitzt du dann dort, guckst die Reaction und denkst dir, ich weiche jetzt nicht ab. Was ist mit dir los? Ich höre ja, Walla, komm doch. Mach doch einfach. Und Walla, meld dich auch bei Icon 6 an. Habibi. Walla, mach den Mann nicht sauer. Walla, bevor ich bei Icon 6... Ach, egal, ich sag nicht zu viel. Chill, Bruder, chill. Egal, das will ich auch nicht liegen. Also, ciao. Ciao.